Also es ist ja kein Dorf hier, also nicht so Dorf, wie man es kennt. Stattlich? Offen? Vielfältig, immer wieder überraschend und aufstrebend. Bergedorf. Andere Leute arbeiten in irgendwelchen Betonklotzen und da ist natürlich die Umgebung hier viel schöner. Oh, wie idyllisch. Stadt, Land, Fluss und ein Schloss mittendrin. In den alten Mauern soll ein neues Restaurant eröffnen. Die Zeit drängt. Jetzt ist die Frage, ob ich den einmal umtausche wegen dem Kabel. Die Weingläser sind auch nicht geliefert worden. Ich hoffe, dass ich heute noch einen Rückruf kriege. Die Wirte erfahren es täglich. Jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne. Es ist halt einfach immer noch viel zu tun. Jeden Tag kommen neue Sachen. Der Pizzaofen, der geliefert wurde, funktioniert nicht richtig. Also das sind alles so Herausforderungen, die echt wahnsinnig nerven. Eigentlich sollten vor 2 Wochen schon die ganzen Spülarmaturen da sein. Ich hole mir mal mit dem Eimer Wasser hier in die Küche. Das Bergedorfer Wahrzeichen erleben Gastronom Andreas Kilonzo und Koch Philipp Stiller als Baustelle mit Überraschungspotenzial. Nobel zwar, aber mit immer neuen Tücken. Ihr Schlossrestaurant soll das Jugendstil-Mobiliar des abgerissenen Traditionscafés Möller aufnehmen. Passende Tapeten haben sie gefunden. Das mit der Struktur an den Tapeten war natürlich gar nicht so einfach. Also die zu spannen, aber dann natürlich auch wieder die richtige Naht zu finden, weil die Wände halt wirklich richtig schief sind. Das ist ein großes Stück Arbeit gewesen. Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen nacharbeiten, habe ich gerade gesehen. Da ist eine Naht aufgegangen. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt, weiß der Volksmund. Du kannst jetzt gleich streichen, Caesar. Arbeit ohne Ende am Traum vom Restaurant im Schloss. Es ist nicht die erste Gaststätte, die im historischen Backsteingemäuer entsteht. Über die Jahrhunderte sah es viele Herren und Gäste gebeten oder ungebeten. Als Raubritterburg geschmäht, immer wieder umkämpft. 1420 von den Hansestädten Lübeck und Hamburg gemeinsam eingenommen, fortan für 450 Jahre beider städtisch beherrscht, ist das Schloss das Herzstück Bergedorfs. Das Standesamt festigt den Ruf der romantischen Attraktion des einzigen Schlosses der Stadtrepublik Hamburg. Der Schlossgarten ist seit 1896 Treffpunkt und Ort zum Entspannen für Bergedorfer und Besucher gleichermaßen. Bergedorf ist so eine Stadt für sich. Man kriegt hier alles, was man braucht. Wir haben ein Theater, wir haben ein Schloss. Es ist so, als wäre es so eine eigene kleine Welt. Also ich fühle mich hier nicht, als wäre ich zu weit draußen. Gar nicht. Also es ist, ich mag das sehr hier. Bergedorf ist einer von 7 Bezirken Hamburgs, aber die Bergedorfer Identität wird nicht durch die nahe Metropole bestimmt. Der Serran, der alte Handelshafen in der Stadtmitte, ist heute so beschaulich schöne wie prägende Sehenswürdigkeit zwischen Schloss und Einkaufszentrum. Historische und historisierende Gebäude bestimmen das Gesicht der Altstadt, die Stadtplaner in zupackender Nonchalance und Bauwut den jeweiligen Zeit- und Verkehrsströmen anpassen. Seite an Seite mit feinster Restaurationsarbeit. Aber mehr feine Innenstadtbelebung braucht es. Faire Chance für Straßenmusikerin Luna. Bergedorf ist im Vergleich zur Hamburger City sehr viel besser für Straßenmusik geeignet, weil einfach viel weniger Straßenmusiker hier sind. Und wenn du dann einer bist und es den Leuten gefällt, dann werfen sie halt auch besonders gern mal was rein. Ich bin am ehesten Pianistin und so ein Klavier mit auf die Straße zu nehmen, ist nicht so einfach. Und weil Gesang eigentlich mein Hauptinstrument ist, habe ich dann irgendwann beschlossen, einfach zu singen. Das gefällt mir irgendwie am besten. Wesentlicher Teil von Lunas Vorbereitung, Lockgeld ausstreuen. Ja, das macht man irgendwie so. Das habe ich mal gehört, gelernt und seitdem streue ich quasi vorher schon ein bisschen. Ja, genau. No time to regret, kept his lips wet with this same old safe bet. Me in my head high. Luna weiß um die Schönheit ihrer Stimme und arbeitet auch dafür, sie auszubilden. Without my guide. Ich möchte nicht einfach zu irgendeiner Musikschule laufen und da Gesangsunterricht nehmen, sondern wenn, dann beim richtig professionellen Gesangslehrer. Und dafür war das Geld bisher leider einfach noch nicht übrig. All that we went through.
I tread the troubled tread. My oats are stacked, I'll go back to black. Ich habe als Kind schon mal mit Freundinnen vor einem Supermarkt gestanden, so wir waren irgendwie 8 oder so, und haben so selbstgeschriebene Lieder getrellert, aus Spaß, weil wir irgendwie Lust drauf hatten. Und dann habe ich immer Lust gehabt, wieder auf die Straße zu gehen, aber ich habe mich allein nicht getraut. Also ich habe es nicht geschafft. Ich saß oft in der Fußgängerzone und habe gedacht, jetzt fang einfach an zu singen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und so verging die Zeit und irgendwann war dann aber der Wunsch zu groß. Und dann habe ich es einfach gemacht. Mit Ukulele und Stimme und ganz spät abends, dass ganz wenig Leute auf der Straße sind, angefangen so. Und dann so hochgearbeitet, ja. Seit 1901 arbeitete der elektrische Kran am Serankai auf Hochtouren. 5 Tonnen Bau- und Brennstoffe konnte er mit einer Bewegung auf die Lastkähne mit Kurs Hamburg wuchten. Von der regen Betriebsamkeit des Bergedorfer Umschlagplatzes keine Spur mehr. Ausflugsdampfer fahren jetzt auf der Route, auf der Waren aus Bergedorf in die Welt kamen, den jahrhundertealten Weg der Gemüse- und Obstewe. Kapitän Herbert Holster bereitet die nächste Tour vor. Der Binnenschiffer ist überall gefahren, wo Flusswasser fließt. Hier übernimmt er zugleich den Job als Empfangschef. Das machen wir nebenbei mit, ehrenamtlich. Wenn die Leute alle ein bisschen der Reihe nach und keiner Angst hat, er kommt nicht mit, geht das auch. Die Touren ins Bergedorfer Umland sind attraktiv, begehrt und starten pünktlich. In aller Gelassenheit. Geschludert wird bei Herbert Holster nicht. Die Vier- und Marschlande, Hamburgs sogenannter Blumen- und Gemüsegarten, gehören zum Bezirk Bergedorf und sind direkt über den Schleusengraben zu erreichen. Der historische Kanal, der Bergedorf frühen Wohlstand und die Waren schnell nach Hamburg brachte. Ja, meine Damen und Herren, wir befahren hier den alten Schleusengraben. Das ist eine der ältesten künstlichen Wasserstraßen Deutschlands. Es ist von 1440 bis 1445 gebaut worden und ist auch in seinem Originalzustand noch erhalten. Am Ufer die Reste des industriellen Aufschwungs Bergedorfs, die Hallen der einst weltberühmten Stuhlrohrfabrik, in der Rattan verarbeitet wurde. Ein neues Viertel mit etwa 1000 Wohnungen soll jetzt hier entstehen. Daneben bietet ein Neubauquartier bereits Wohnungen am Wasser. Das sind die Glasbläserhöfe. Hier standen bis vor einigen Jahren die Betriebsgebäude der ehemaligen Glasfabriken Hein und Dietrichs. Ja, das hat man alles abgerissen und dann ist das neue Stadtviertel hier entstanden. Bergedorf wächst in sein idyllisches Umland hinein. Kapitän Holster kennt die Veränderungen. Er kommt aus den Vier Landen. Das Kirchwerde ist nicht so weit weg. Die Hochdeutsch haben wir eigentlich erst in der Schule gelernt. Entlang der Dove-Elbe. Marschland wie aus dem Bilderbuch, fruchtbarer Boden, seit Jahrhunderten eingedeicht und urbar gemacht. Ja, du musst dich wundern, du fährst manchmal, Leute, die sehen das vom Wasser aus, die kommen und fragen, wo sie überhaupt sind. Bei aller Mühe, in den Marschlanden, mitten im Gemüsegarten Hamburgs eben. Jack, komm, los! Frank, komm mal her mit dem Dings und dann schneiden wir noch hier noch einen roten. Großstädters Naturidyll ist Peter Meyers Arbeitsplatz. Seit 1885 baut seine Familie in den Marschlanden Gemüse an. Salat, Kohl, Zucchini, Artischocken wachsen auf dem freien Feld des 4 Hektar großen Betriebes. In den Treibhäusern Tomaten, Paprika und Gurken. Ich mag gerne das Gemüse anbauen. Ich kenne das von klein auf, ne? Ist so, ne? Bloß Gurken immer morgens schneiden, was nervt, wird das auch ein bisschen warm hier drin, da hat gar keinen Nerv drauf, weißt du? 300 Gurken erntet Peter Meyer wöchentlich zum Verkauf auf den Märkten in Bergedorf und dem Stadtteil Lohbrügge.
Ich hätte auch was anderes machen können. Aber ich bin hier mit groß geworden, ne? Ich hab das einfach gemacht und gut ist. War wirklich kein Thema. So, in unserer Generation. Von meinen meisten Kollegen, die haben das ja auch alle gemacht. Ich weiß nicht, ob wir eine Alternative alle hätten oder so, aber wir haben es einfach gemacht. Hat uns auch Spaß gemacht. Sag ich mal immer wieder. Die Liebe zum Land seit Generationen gepflegt. 4 oder 5 Generationen, sag ich mal so. Ich bin der Letzte jetzt, ja. Falls einer von den Jungs, dass ich weitermachen möchte. Aber das werden wir dann noch mal sehen. Sonst schließen wir den Laden ab. Ein Feierabend, es ist Feierabend. Was sollen wir dagegen machen? Am Baggersee hinterm Horn, an der Dove-Elbe, liegt der Betrieb der Meyers. Der See entstand durch Bauarbeiten an der Autobahn, die jetzt die Gemüsefelder eingrenzt. Von 19 Hektar auf die heutigen 4 verkleinerte sich der Betrieb. Vater Gerd Meyer hat sein ganzes Leben auf dem Hof in aller Mühe verbracht. Hier drüben, wo der See ist, das waren alles Weiden. Und hier war ein Obsthof. Und da vorm Haus, da war eine Mistbereihe. Das ist das alte Haus. Das ist mein Vater. Der ist 84 geworden und meine Mutter 89. Wir sind noch die ältesten Merkvater überhaupt. Und mein Opa, die waren schon auf dem Brink. Den heutigen Bergedorfer Wochenmarkt hat Oma Ella, wie sie alle nannten, mitbegründet. Noch mit 80 war der Markt ihr Leben. Da war das dann alles mit Kippen. Mit einem Blockwagen hingefahren. Nachher wurde das noch mit einem Gummiwagen. Da sind wir hier bald 30 Mann zum Wochenmarkt gefahren im Bergedorf. Und jetzt ist Peter der einzige Indianer noch, der noch mit Gemüse hinfährt. Die anderen alle weg. Natur am hügeligen Geestrücken, das Bergedorfer Gehölz, die Waldungen am Ufer der Bille. Bergedorf hat hohen Erholungs- und Freizeitwert, ist familienfreundlich und bietet mancherorts preiswerteren Wohnraum als das nahe Hamburg. Als Luftkurort zog Bergedorf die Hanseaten schon Ende des 19. Jahrhunderts an. Reger Verkehr herrschte an der Bille und in Billwerder. Zur Sommerfrische mit Gasthäusern und dem eigens angelegten italienischen Viertel. Der Name Bergedorf leite sich von Herberge ab, wurde damals gar gemutmaßt. Den wohlhabenden Hanseaten gefiel das Idyll und viele von ihnen blieben. Erstanden Grundstücke und errichteten ihre prächtigen Villen hier, fern von Kontor und Großstadtgetümmel. Die weitsichtigen Bergedorfer Notare Schlebusch hatten die eigentlich wertlosen Geestacker aufgekauft und vermakelten sie teuer als Bauland. Das weitläufige Villenviertel zeugt heute noch davon. Die Eisenbahn hat am Aufstieg Bergedorfs regen Anteil. 1842 wurde die Strecke von und nach Hamburg eröffnet. Das Empfangshäuschen wurde zum 150. Jubiläum liebevoll restauriert. Die Gleise führten schon 1846 nicht mehr am alten Bahnhof vorbei, sondern gingen weiter nach Berlin mit Zwischenhalt im grünen Bergedorf. Das Rattern im Minutentakt ist bis heute geblieben. Wenn alle Esel da sind, dann gehen wir erst weiter. Wir warten, bis der Letzte da ist. Die Wandergruppe, mit der Andreas Kirsch Bergedorf durchstreift, ist bunt zusammengesetzt. Moritz, Maja, Paula und Pinu heißen die Vierbeiner, die auch den 33 Meter hohen Gojenberg ganz gelassen erklimmen. Eselei nennt der Bergedorfer Ex-Manager Kirsch sein Unternehmen, bei dem er steter gemeinsam mit Eseln wandern lässt. Für die eine Seite ungekannte Entspannung und neue entschleunigende Erfahrung, für die andere Seite jedenfalls Sättigung ohne Ende. So, das ist der einzige Lebensinhalt eines Esels, ne? Fressen und dösen, das sind Wüstentiere. Die haben gelernt, wenn es was zu fressen gibt, fressen. Ne? Könnte in die Wüste kommen.
Und das Problem ist, die haben keine Fressbremse. Die würden sich einfach überfressen. Das Tier regiert. Seine Bedürfnisse geben das Tempo der Gruppe vor. Durchaus Vertrautes, entdeckt Andreas Kirsch da. Also so mit ganz eigen und anders als Menschen würde ich nicht sagen. Da habe ich auch mit allen Sorten Menschen zu tun gehabt. Aber es ist natürlich eine andere Art, mit so einem Tier umzugehen und sich auf die Tiere einzulassen, versuchen zu verstehen, was die Esel wollen. Auf der Höhe des ganz weiten Bergedorfer Blickfeldes führt der Wanderweg entlang. Die Sternwarte mit den Kuppelbauten der Teleskophäuschen residiert hier seit 1912 auf dem Goyenberg. Umgezogen von Hamburg-St. Pauli, weil der Großstadthimmel nicht mehr klar zu erforschen war. Frühe Licht- und Luftverschmutzung. Astrophysikerin Katrin Böckmann arbeitet und forscht auf dem historischen Gelände. Das steht auf der Bewerbungsliste um das UNESCO-Weltkulturerbe. Mitsamt dem 1-Meter-Spiegelteleskop von 1911. Damals das viertgrößte der Welt. Das Teleskop ist wahnsinnig schwer. Das wiegt insgesamt 26 Tonnen. Früher haben das ja auch Leute tatsächlich benutzt. Die mussten ja auch die Teleskope dann bewegen und selber per Hand noch dran kurbeln. Da konnte man nicht unbedingt auf den Knopf drücken und sagen, oh, jetzt fahr mal irgendwie da und dahin. Und deswegen sind die schon alle so gebaut, dass man sie auch selber bewegen und benutzen kann. Hin geht noch, zurück ist immer ein bisschen schwieriger. Eine Außenstelle des Fachbereiches Physik der Universität Hamburg ist das Kultur- und Technikdenkmal mit den Gebäuden und Instrumentarien, die jeden frühen Science-Fiction-Film adeln würden. Ich finde es schon ganz cool. Also was die Leute früher schon so überhaupt in der Lage waren, so zu bauen und was man damit auch schon beobachten konnte, ist auf jeden Fall schon ganz erstaunlich. Und das waren auch lange Zeit, waren die Teleskope, die wir hier haben, auch weltführende Teleskope. Die Bergedorfer schätzen das Observatorium, von dem aus der Komet Kohoutek entdeckt wurde, sowie Asteroid Montana, dessen Name Bergedorf nun im Kosmos verewigt. Besondere Ereignisse wie die partielle Sonnenfinsternis locken auf den Goyenberg. So wie ich die Sternwarte bis jetzt kennengelernt habe, kann das nur gut werden. Das Wetter spielt auch mit. Sonnenfinsternis hat man nicht allemal. Bei der nächsten bin ich schon tot, bei der richtigen. Also ich finde es ganz cool, dass es schon viele Leute halt interessiert. Ich finde, sowas bietet sich ja dann auch immer an, dass man eben auch Leuten etwas über Astronomie auch nahe bringt. Sowas wie die Sonne ist ja eben auch nah dran für uns. Und da hat man mal wieder wirklich was, was man sich tatsächlich ja live anschauen kann. Und ich finde das auch schön, weil das einem natürlich auch so ein bisschen eine Anerkennung für die eigene Forschung gibt. Direkter Austausch über das astronomische Spektakel, bei dem 17,3% der Sonne bedeckt sind. Und in real ist bei ich sehe ein Phänomen, das für mich ganz wunderbar ist. Einen winzigen Schatten, aber irgendwie ein Wunder, oder? Also ich finde es natürlich irgendwie cool, aber ich beschäftige mich ja echt mit ganz anderen Sachen. Also alles, was näher ist als irgendwie, also alles, was innerhalb der Milchstraße ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich arbeite mit Sachen, die halt viel weiter weg sind. Also so mit Planeten und Sonnen und sowas habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich beschäftige mich mit größeren Gebilden, also mit Galaxien und Galaxienhaufen, also Ansammlungen. Um den Blick für das große Ganze wird sich in diesem ehemaligen Herrenhaus bemüht. Als Villa Hohentann wurde das heutige Bezirksamt berühmt. Der sogenannte Prinz von Bergedorf ließ sich den Prunkpalast mit Spiegelsaal erbauen. Mit seinem Reichtum wollte der Kaufmann Friedrich Mestorf lieber in Bergedorf der Erste als in Hamburg einer von vielen sein. Die Ausstattung lässt keinen Zweifel daran, dass der Plan gelang. Das Geld stammte vom Alleinvertretungsrecht für Gummigaloschen und kam auch dem Aufbau der Sternwarte zugute. Den aufwendig restaurierten Raum nutzt die Bergedorfer Verwaltung heute als Repräsentations- und Festsaal. Bergedorf ist immer eine eigenständige Stadt gewesen und es hat nie ein richtiges Rathaus gegeben. Und 1924 haben sie das Gebäude gekauft und es hat Bergedorf noch ein neues Selbstbewusstsein gegeben, dieses Gebäude zu haben. Es erfüllt einen mit Traditionsbewusstsein und gleichzeitig auch mit dem Gefühl, das, was man in der Vergangenheit geschaffen hat, kann man in Zukunft noch großartiger machen.
das Rathaus ist ein Symbol für diese besondere Lebensweise und Lebensart und das Lebensgefühl im Bergedorf. Die Säulen des Bergedorfer Selbstbewusstseins, auch Machtdemonstration gegenüber der Metropole Hamburg. Verwaltungsdezernent und Neubergedorfer Ulf von Krenzky schätzt den Bau und seine Sonderheiten. Ich liebe den Blick vom Rathausturm, keine Frage. Es hat so ein bisschen was von Abenteuertum eines abenteuerlustigen Kindes, das man da immer wieder erweckt bekommt. Der Rathausturm ersetzt den verspielten Villenturm des alten Gebäudes und erlaubt den Blick weit in den flächengrößten und menschenärmsten Bezirk Hamburgs hinein. Hier leben momentan rund 130.000 Menschen. An Neubauprojekten, die die Zahl der Bergedorfer erhöhen, mangelt es nicht. 13,3% Bevölkerungswachstum werden für die nächsten Jahre erwartet. Bergedorf ist natürlich ein Bestandteil Hamburgs, einer von 7 Bezirken. Und damit sind wir natürlich auch Verwalter gesamtstädtischer Interessen. Aber wir gucken auch sehr genau darauf, dass Bergedorfer Interessen nicht übergangen werden und wir nicht übervorteilt werden. In einem ehemaligen Telekom-Tagungshotel will Bergedorf europäische Spitzenklasse zeigen. Auf 20.000 Hotelquadratmetern soll eine Welt der Zukunft entstehen. Das Mekka des E-Sport. Die virtuelle Sportbetätigung einer stetig wachsenden Szene ist in Asien längst Volkssport und großes Geschäft zugleich. Rund 1 Milliarde Dollar Umsatz weltweit macht die Branche, die Videogames als Hochleistungssport angeht. Das Trainingsumfeld dafür bietet das technisch aufgerüstete Hotel, in dem die Mannschaften auf Wettbewerbe vorbereitet werden und mittlere Turniere vor mehreren hundert Zuschauern austragen können. 220 Zimmer nehmen Sportler, Spieler und Gäste auf. Bergedorfer Familie Malland betreibt das Sportzentrum. Vater Jos kommt aus dem Maschinenbau. Tochter Vivian war als Cheerleaderin international erfolgreich. Ich komme ja aus dem Leistungssport eigentlich und erkenne sehr, sehr viele Parallelen zum echten Sport, also zum körperlichen Sport. Denn das Training und die harte Arbeit und das strategische Denken, was dahinter steckt, das ist hier 1:1 dasselbe. Im Gegenteil, ich finde, im E-Sport ist es sogar noch komplexer und schwieriger. Und darum respektiere ich das sehr. Und es macht einfach auch Spaß, sich mit dieser Generation und dieser Szene und dieser Technik auseinanderzusetzen. Familienfoto bei der Projektpräsentation. Unicorns of Love heißt die international erfolgreiche E-Sport-Mannschaft, die die Malands 2014 gründeten. Ihre Fahne weht jetzt vor dem tagelang herausgeputzten Hotelbau. Müde von der ganzen Arbeit. Nervös nicht so, weil ich brauche ja nichts zu tun. Meine Tochter macht das Ganze. Die Jugend übernimmt. Das ist wichtiger. Ein Hauch von Zukunft durchweht Bergedorf. Eine Idee, in die der Hamburger Investor Tomislav Karajca jetzt 50 Millionen Euro steckt. Kein Spielgeld. Die Unicorns of Love kommen aus Bergedorf. Und das ist natürlich der größte und der Hauptgrund. Und wir wollten so etwas schaffen. Und in Verbindung mit den Unicorns of Love ist es natürlich der perfekte Ort, weil wir nur wenige Hausnummern entfernt dieses Profiteam haben, die jetzt hierher einziehen können. Ist es schon jetzt auch ein Aushängeschild für Bergedorf auf einmal? Aushängeschilder gestern und heute. Von der Schlossbaustelle für das neue Restaurant sind es für Koch Philipp Stiller nur ein paar Meter durch die Innenstadt zum Serran. Dort haben er und Partner Andreas in der schlimmsten Corona-Phase ein kleines Café eröffnet. Überschaubarer Thekenbereich, kleiner Gastraum und eine winzige Küche im Keller. Kochbereich mit eingeschränkten Möglichkeiten. Jeder Zentimeter hier will überlegt genutzt sein. Ein Risiko für den gastronomischen Neustart. Andi ist halt aus Bergedorf und meinte so, hey komm Philipp, du musst nach Bergedorf kommen. Hier ist ein Café, das könnte uns für uns sein. Und er meinte so, nee komm, Bergedorf ist überhaupt nicht meine Gegend. Und ich glaube nach mehreren Wochen des Fragens, so, komm doch mal her, komm doch mal her. Meinte so, komm, bevor du jetzt mal mich noch länger nervst, komm einfach mal her, guck mir das mal an. Und als ich hier rein in den Laden, dachte ich mir so, wow, hier kann man echt was draus machen.
Zum Schlemmertreff am Hafen haben Andreas und Philipp ihr Café gemacht und Corona zum Trotz oder vielleicht gerade deshalb kommen die Köstlichkeiten bei den Kunden gut an. Der Erfolg des Cafés war ein gutes Argument, sich um die Restaurantkonzession im Schloss zu bewerben. Aus der Idee wird ein Unternehmen. Wir sind ja mit 2 Angestellten gestartet, sind inzwischen bei 14 oder 16 Mitarbeitern sogar schon. Das ist nicht mehr so klein. Also das ist schon, das wird immer größer. Also wenn, ich glaube, wenn wir dann jetzt insgesamt beide Läden zusammen haben, kommen wir schon wahrscheinlich langfristig auf mindestens 50 Mitarbeiter insgesamt. Stück für Stück geht es voran. Im Café locker, im Schloss eher mühselig. Die Doppelbelastung ist zeitraubender Nervenkitzel für die Macher und für ihre Familien. Sie nehmen das Panini mit dem Büffelmozzarella? Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein paar graue Haare mehr. Und meine Frau ist sicherlich auch sehr begeistert, dass ich so wenig zu Hause bin. Aber so ist das in unserem Business halt eben. Ne? Also das ist so ein tolles, einmaliges Projekt, was wir hier jetzt geschenkt bekommen haben. Also das ist wirklich eine Chance. Die gibt es, glaube ich, so schnell kein zweites Mal. Die Bergedorfer Möglichkeit hinter dem Schlossgraben. Jörn Möller kennt die Stadt von klein auf. Er ist in Lohbrügge groß geworden, wilde Jugend, Fußball, Musik, Kunst, lange Clubbetreiber in Hamburg. Jetzt ist er zurückgekehrt, mit wachem Blick für die Veränderungen am Serran und rundherum. Ja, also ich bin ja hier wirklich aufgewachsen und man sieht da eklatante Schäden. Man hätte das alles ab hier einfach nur Autos raus und sie hätten jetzt eine Perle, die könnte mit Rotenburg auf der Tauber konkurrieren. Das ist schon wirklich schade. Immerhin steht das Schloss noch. Seinen Hoheitsbereich hat er im ersten Stockwerk einer ehemaligen Fabrik im Industrieviertel gefunden. White Cube heißt sein Musikclub für zeitgenössischen Jazz und Performances. Immer wieder moderiert er oder sitzt selbst an den Drums. Genau richtig. Darf nicht anders sein. Probenstimmung im Club. Ungewohntes, Ausgefallenes in Bergedorf bieten, wie die Performance zwischen Maler, Tänzerin und Jazzband. Darum geht es Jörn Möller. Eintritt fliegt in selbstgewählter Höhe in die Hutkasse, wie sonst bei Straßenmusikanten üblich. Geld spielt nicht die Rolle, aber die Emotionen sind wichtig. Das ist auch für meinen Club jetzt so. Ich ernte Emotionen. Ich kriege zwar kein Geld, aber ich habe Emotionen ohne Ende und Stories natürlich. So, und das ist ja Leben. Was denn sonst? Der Club, seine Leidenschaft, war ursprünglich als Künstleratelier gedacht. Es war eigentlich gar nicht so geplant. Es ist dann einfach so gekommen, weil wir die Bühne hatten. Das hatte ich natürlich schon vor. Ich wollte hier meine Sessions machen und mal gucken. Und er sah, dass es gut war. Jede Menge Arbeit und Liebe steckt Jörn Möller in den White Cube. Der künstlerische Allrounder hat eigenhändig Loungebereich und Ruhestätten für die Bands geschaffen. Entspannung vor dem Auftritt, auf keinen Fall aber einquartieren, ist das Motto. Wir haben ein ganz knappes Budget, wir machen das über Spenden alles nur. Und trotzdem ist der Run immens. Ne? Und deswegen versuche ich eben auch, weil wir gar nicht so viel Gage zahlen können, dass wenn sie hier kommen, dass sie sagen, boah, was ist das denn? So, und das werden wir schaffen. So, ne? Und dann müssen sie nur wieder raus. Ne? Das ist halt das Problem. Raum für Legenden schaffen, da wo sie überraschen, wirken und dann weiterziehen. Hier ist der Ort. Legendär war das Bergedorfer Bildtalstadion, einstmals Nachkriegsdeutschlands größter Grandplatz. Vor Gründung der Bundesliga lockte hier 1958 ein junger Uwe Seeler Tausende an. Mal sehen, ob ich aufgestellt bin. Ja. Und ob wir noch einen Kopfballpendel finden, Uwe. Ja, hoch komme ich ja im Moment noch nicht. Gemeinsam mit dem engen Freund und Fußballjournalisten Dieter Matz besucht uns Uwe die Städte früher Treffer. Für Bergedorfer Dieter Matz war es das erste Stadionerlebnis. 2 Sonderzüge aus Hamburg sind gekommen. 2 Sonderzüge. Stell dir mal vor, bei Bergedorf 85 gegen den HSV gab es 2 Sonderzüge aus Hamburg. Ja. Das geht doch gar nicht. 27.031 Zuschauer sahen die Bergedorfer Elstern vom ASV 85 gegen den HSV. Ja, Bergedorf war ja mal gut, Bergedorf, ne? 85. Ganz schön.
Und die muss man sagen, war nicht einfach. Mussten wir schon ernst nehmen. Die hatten hier 5-2 gegen Werder Bremen gewonnen. Ein paar Spieltage vorher. Also, und Werder Bremen war ja nun der ewige Zweite. Ja, ja. Ne? Außerdem war der Ehrgeiz ja auch beim Gegner immer da, nach Möglichkeit uns zu schlagen und, oder Punkt zu holen. Also in der Hinsicht mussten wir schon aufpassen. Ne? Eine kleine Sensation, Uwe Seeler an der Bille. Tor! Ja, wunderbar, danke. Mit 1-4 trennten sich die Kicker damals. Das Schlusstor 5 Minuten vor Abpfiff kam von ihm, der Legende Uwe Seeler. Auch dieses Spiel bringt heimische Gemüter immer noch in Wallung. 1982 DFB-Pokalspiel Bergedorf, Bayern München. Wir spielen konzentriert. Jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen und werfen alles das in die Waagschale, was wir uns in der Vorbereitungszeit und in den letzten Punktspielen erarbeitet haben. Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Clubchef Jörn Möller war dabei im Stadion Sandertan. Ja, das war der Platz, genau. Ja, das war der Platz. Ich stand damals auf jeden Fall auf der Tribüne da drüben. Der Krankenwagen fuhr ewig, also es gab, glaube ich, mehrere Herzinfarkte hier. Und sie sind tatsächlich nicht mit irgendeiner B-Mannschaft hier angekommen, sondern mit der Star-Elf. Und irgendein Bergedorfer, frag mich nicht nach den Namen, hat mit der Pike unten rechts ein Tor reingeschossen, mit der Pike wohlgemerkt. Jean-Marie Pfaff-Korn kam nicht ran, Bergedorf führte 1-0. Die hätten das Ding im Kasten gehabt. Doch die eherne Fußballregel gilt auch im Jubel der Bergedorfer. Bayern gewinnt immer. Auch in der 90. Minute noch. 1-5 endete diese tragische Legende. Bergedorf 85 gegen den FC Bayern München. 13 Sekunden fehlten zur großen Sensation. Aber es hat ihnen sicher Spaß gemacht. Es waren einige Überraschungen dabei. Ich hasse Minigurken. Noch ist alles offen bei Peter Meyer und seinem Betrieb. Seine Lebensgefährtin Nicole hat einen Sohn und er liebt die Landarbeit am Gemüse. Man kann's mitpflücken hier. Seit gut einem Jahr sind Peter und Fitnesstrainerin Nicole ein Paar. Die alleinerziehende Mutter ist aus Hamburg-Mitte nach Bergedorf gezogen. Komm hier, Theo, das ist deine Höhe hier. Ich nur die obere. Der lange Arbeitstag des Gemüsebauern erscheint Theo nicht als Last, sondern Lust. Das Leben auf dem Hof in den Marschlanden für den Neunjährigen ein großes, wildes Abenteuer. Mutter Nicole von Pein muss sich an das Leben und die Bräuche hier erst noch gewöhnen. Ich hab's geschafft. Mal wieder das Essen pünktlich auf den Tisch zu bringen. Es ist wichtig, normalerweise sitzen die jetzt auch gleich. Finde ich, Punkt 12, pünktlich essen, ist, finde ich schwierig. Zumal es am Punkt 12 auch dastehen muss. So, die Würstchen fehlen. Das Grillgut ist gleichfalls pünktlich zur Stelle. Salätchen? Auch keinen Salat. Gut. Alles da. Für die Familie mit Peters Vater Gerd am Kopfende des Tisches. Alles da und vom eigenen Hof. Wenn kein Wochenmarkt stattfindet, sieht der Alltag bei Meyers um 12 immer so aus. Ich fühle mich angekommen. Es ist ganz anders als das Leben in der Stadt. Als alleine und so mit Kind und so. Nein, ist schön. Man ist dann irgendwann zu Hause hier. Das hat großes Glück. Theo fühlt sich ja hier auch total wohl. Er ist auch so ein Naturbursche und ist für die Kinder schon toll. Und die können sich ja hier auch ausleben. Und hätte ich das gewusst, wie viel Freude so ein Hund macht, hätte ich mir wahrscheinlich schon längst einen Hund angeschafft. Auf dem Wochenmarkt begann das Landglück von Nicole und Peter. Oh, wie idyllisch. Man kannte sich und mochte sich. Das Gemüse am Stand war aus. Der muss auch mal ein bisschen hartnäckig sein, ne? Oder wie man es ausdrücken soll. Oder wie haben wir es gemacht? Ich fasse es mal genau. So war es, ne? Ja. Ich habe nicht meine Karotte, habe ich mehr da. Na, denn?
Und Gurke habe ich auch nicht mehr. Dann liefern wir mal. Wie viel willst du denn haben? Ich hätte gern 10 kleine Gurken. Dann liefern wir mal, ne? Bring ich dir, genau. Ja. So haben wir es gemacht. Ein paar hundert Meter stromabwärts am Deich steht die Dreieinigkeitskirche von Allermöhe. Alles hat seine schöne Ordnung in den Marschlanden. Von hier aus wurde Gemüse nach Hamburg verschifft. Direkt vor der Kirche fand sich die Anlegestelle für Ewer. Die Kirche selbst ist mittlerweile über 400 Jahre alt und der hölzerne Glockenturm das älteste Gebäude der Marschlande. Das Leben der älteren Marschländer ist ohne Kirche unvorstellbar. Ihre Glocken haben ihnen jede Lebensphase eingeläutet. Die Kirche muss bleiben. Da bin ich konfirmiert, bin ich getauft, getraut, mein Mann auch, alles hier heimatverbunden. Und auf dem Kirchhof bleibt, wer hier etwas war. Wir haben ja den Betrieb in Reitbrook und der existiert schon seit 1860 ungefähr, immer weiter, von den von Deins. Und ich habe dann den Herbert Martens geheiratet, da ist das Grab da vorne. Rund um die Kirche spielen die Familiengeschichten der Marschlande. Meine Schwiegermutter war ja eine geborene Riegen, ne? Und von daher ist das. Und Schwiegervater Reinhold, der ist da eingeheiratet. Ja, der sollte sie ja nicht haben, ne? Der sollte sie nicht haben. Das war ja nur in Anführungsstrichen eine Gärtnerstochter. Und er war ja der größte Bauer in Billwerde. Ja. Der hat sein Bündel genommen und ist gegangen von zu Hause, hat aber die Frau geheiratet. Ja, so ist das gewesen. Unter dem gemalten Schäfchenwolkenhimmel der hölzernen Tonnendecke werden sie den Hochzeitsglocken gelauscht haben. Wenngleich auch vorerst ohne den elterlichen Segen. 1614 wurde die Dreieinigkeitskirche eingeweiht. Der Altar des Hamburger Bildschnitzers Hein Baxmann, der mehrere Kirchen im ländlichen Umland ausstattete, ist das einzig erhaltene Werk der originalen Innenausstattung. Die expressionistisch anmutende Abendmahlszene wurde 1953 eingefügt. Mehrfach ist das Kirchengebäude im Laufe der Jahrhunderte renoviert worden. Selbst der Abbruch wegen Baufälligkeit wurde diskutiert, aber verworfen. Während der Restaurierungsarbeiten verbrannte die gesamte ausgelagerte Innenausstattung bis auf den Altar. Geblieben ist die Kirche trotzdem als beredter Ort von Allermöher Gemeinschaft und Glauben. Der Stadtteil rundum hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Von Grachten durchzogen zeigt sich Neu-Allermöhe, das Mustersiedlungsprojekt aus den 80er und 90er Jahren. Wohnen am Wasser war das Schlagwort, unter dem gebaut und aus vorangegangenen Fehlern gelernt wurde. Fast 24.000 Menschen wohnen jetzt auf dem ursprünglichen Marschland. Direkt im Blickfeld liegt Oberbillwerda, Hamburgs zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt nach der Hafen City. Auf 118 Hektar sollen bis zu 7.000 Wohneinheiten entstehen. Schöne neue Welt, lautet das Versprechen, autoarm, citynah im Grün mit 4.000 bis 5.000 neuen Arbeitsplätzen. Protest der Anwohner begleitet das Bauprojekt. Verkehrschaos und Entwässerungsprobleme werden befürchtet. Das Paradies, es soll bleiben, wie es ist. Nichts ist so, wie es zu sein scheint. Das ist Birte Meyers Erfahrung. Die Tischlerin arbeitet am Tresen für das Schlossrestaurant und wundert sich über die realen Ausmaße des Projektes für Bergedorfs Wahrzeichen. Das war eine Überraschung, wie lang das eigentlich ist. Wenn man den Tresen sich vorstellt im Raum, dann, ja gut, dann steht er da an der Wand und wird dann nach und nach eingebaut. Aber als wir ihn hier auf ganzer Länge hatten, nochmal nachgemessen, über 6 Meter, fast 7. Da ist unsere Werkstatt dann schon fast zu klein. Gerade erst hat Birte Meyer den Tischlerei- und Modellbaubetrieb von ihrem Stiefvater übernommen. Bruder und Stiefvater sowie zwei weitere Angestellte arbeiten mit. Hast du gerade Handschuhe dabei? Können wir die Platte einmal zur Seite legen? Der Generationenwechsel in der Tischlerei kommt gut an.
Es ist schön, eine Frau zu sehen. Leute freuen sich, kommen auf einen zu. Ich finde das toll, so jung, schon eine Firma übernommen. Und dann, hast du überhaupt Frauen angestellt? Nee, sind alles Männer. Ja, und hören die auf dich? Ja, wir reden ja miteinander. Es ist ja nicht, dass ich hier oben stehe und von oben mit dem Zepter herab, sondern wir sind ja hier eine Firma und machen das gemeinsam. Eigentlich dürfte jetzt lose sein. Im konzentrierten Miteinander entsteht die neue Schlosstheke. Für uns ist der Tresen wirklich ein großes Stück Zukunft. Es ist ein Stück Bergedorfer Geschichte, was wir mit ausstatten dürfen, dass es in das Bild des Bergedorfer Schlosses passt. Da ist auch wieder diese Tradition des alten Gebäudes, was wir jetzt aufnehmen und aus unserer Tradition was Neues mit hineinbringen. Die Tischlerei in Lohbrügge ist gut 10 Minuten über die Bundesstraße 5 vom Schloss entfernt. Bergedorf ist ein Flächenbezirk. Erstes Einpassen des Tresens vor Ort. Es ist fummelige Arbeit. Also es ist gar nicht mal so viel, aber es muss halt genau ausgerichtet werden hier vorne an der Front. Es tut sich etwas auf der Baustelle. Die Wirte im Glück. Moin. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch eine Kanne Kaffee mitgenommen. Ich glaube, das ist gar nicht für euch alle. Nee, rundherum kommen diese schwarzen Platten. Und an diese Platten werden dann noch Träger befestigt. Und auf diese Träger kommt dann die Tresenplatte. Ich habe jetzt hier 32. Ich würde sie schon auf 30 machen. Tresen innen, Pizzaofen außen. Das Restaurant nimmt in eigenem Tempo Formen an. Achtung, hier die Haken. Also die Sachen, die jetzt langsam vorangehen, auch wenn sie alle mit Verzug sind, sind doch sehr, sehr zufriedenstellend, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt einfach immer noch viel zu tun. Wir wussten aber von vornherein, dass während Corona irgendeine Eröffnung ist einfach nicht leicht durchzuführen. Aber jetzt diese ganze Drumherum, wir haben uns auch darauf eingestellt. Und wenn dann der Anruf kommt, so hey, das kann gerade nicht geliefert werden, dann sagen wir so, ja, dann ist das jetzt halt so. Dann improvisieren wir halt. Hier müssen Sie nicht mehr improvisieren. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ne? Die Restaurantschilder sind endlich angekommen. Der Einbau läuft. Birte Meier ist Meisterin, perfekt im Umgang mit Material und Werkzeug. Einmal den Zollstock aufklappen, damit die Zahlen nicht hier an der Spitze kaputt gehen. Ganz wichtig. Bauabnahme mit Elan. Birte, ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wir uns für diese braune Farbe entschieden haben. Wirklich. Das freut mich. Tolle Arbeit, was ich gesehen habe. Achso, was wir noch eigentlich besprochen hatten, war hier so ein Klapptisch. Ja, der wird noch untergebaut, wenn alles fest ist. Wenn alles fest ist, dann kommt der Tisch. Den können wir uns auch schenken. Da kann ja keiner mehr dran sitzen. Bei denen kriegst du halt komplett runtergeklappt, dass der Eigentlich hatte ich gedacht, dass das relativ langer Tisch wird. Gut, dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Können wir das andersweitig benutzen? Besser? Dass ihr die Arbeit nicht umsonst gemacht habt. Ich habe da spontan schon eine Idee. Die leidvolle Baustellenerfahrung wirkt. Was einmal da ist, sollte auch verbaut werden. Improvisation triumphiert. Macht man das da fest? Als Winkel dann, ne? Oder? Ja. Oder? Gut. Dann ist es nicht umsonst. Richtig. Zwischen den Villen der vorletzten Jahrhundertwende mit all ihren raffinierten Schmuckelementen, die leise, aber unmissverständlich auf die wirtschaftliche Solidität ihrer Besitzer hinweisen, findet sich ein Bau aus den 70er Jahren. Das Haus im Park der Körperstiftung, ein Kultur- und Veranstaltungszentrum mit vielen Einrichtungen für Senioren. Nicole von Pein arbeitet hier. Das ist wirklich eine Begegnungsstätte hier für Bergedorf, dass hier generationsübergreifend sich getroffen wird. Oh, eine Dusche. Ja, sehr gut. Arme nach vorne. 4, 3, 2, 1. Ich komme mit Senioren einfach gut zurecht und mir macht das unglaublich viel Spaß, ganz viel Freude. Oh,
und lösen. Und die Frisbees vorne ablegen, bitte. Komm, einen machen wir noch, oder? Bei der Aquagymnastik sind die ja teilweise 40 Jahre schon hier, ne? Komm seit 40 Jahren jeden Tag um die gleiche Zeit zum Kurs. Da wird keine Zeit getauscht. Vor und zurück. Das Haus im Park sollte geschlossen werden, da die Stiftungseinrichtungen in einen Neubau direkt im Zentrum umziehen werden. Unvorstellbare Veränderungen für die Senioren. Protest regte sich. Ihr vertrautes Haus sollte bleiben und das Bad für die Aquagymnastik sowieso. Das sollte ja hier eigentlich auch alles abgerissen werden und sollten Wohnungen gebaut werden. In bester Lage, genau. Aber ich glaube, als Begegnungsstätte ist es hier wertvoller. Ich bin ganz froh, dass es eine Initiative gibt, die das ganze Haus hier retten wollen und da demnächst reingehen wollen. Das Bewegungszentrum im Park. Ne? Die haben richtig gekämpft. Kampf im besten Sinne des Bergedorfer Mäzens, Stifters und Unternehmers Kurt A. Körber. Ich habe eigentlich nie meine Aufgaben durchgeführt mit der Absicht, ein reicher Mann zu werden. Das ist praktisch nebenbei gekommen. Und kam vielen zugute. Der quirlige Industrielle gründete 1946 die Hauni Maschinenfabrik in Bergedorf, die Hamburgische Universelle. Rasch wuchs das Unternehmen durch die Herstellung von Maschinen für die Fabrikation von Filterzigaretten. Rauchen war im Wirtschaftswunderland en vogue. Hauni expandierte und Körber wurde zum legendären Kultursponsor, Stifter und Mäzen, dessen Vermögen die Körber-Stiftung verwaltet. Das neue Körberhaus entsteht gerade in Bergedorfs Mitte, kombiniert Kultur und soziales Gemeinwohl auf großer Fläche als Fortsetzung des Hauses im Park gemeinsam mit dem Bezirksamt. Eine Investition in die Zukunft. Da gibt sich Bergedorf rege, auch in Sachen Mobilität. Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, wirklich zu sehen, wie reagiert unser Shuttle, wenn wir aktiv in einem Gebiet testen, wo auch andere Fahrzeuge sind und auch Passanten unterwegs sind. Es ist ein Hingucker, das ist eine neue Technologie, es ist etwas Neues, es ist aufregend. Später sollen die Shuttles fahrerlos Personen durch die Stadt kutschieren. Als E-Moin, das steht für Mobility on Demand, also Wagen nach Bedarf. Teststrecke Bergedorf. Wenn man mit den Menschen redet, dann hört man halt immer wieder raus, dass sie sich eigentlich auch freuen, dass wir so etwas machen. Ich habe es krasser erwartet. Also ich muss sagen, die Reaktion, die waren eigentlich ziemlich positiv. Also wir waren stundenlang hier, reden mit den Menschen und ich wurde noch nicht mit Eiern oder Tomaten beworfen. Das ist schon mal was. Das Alte mit dem Neuen verbinden. In Bergedorf gelingt das oft ganz spielerisch. Die Sternwarte steht unter Denkmalschutz. In ihrer Bibliothek finden sich 70.000 Bände zur Astronomie mit bedeutenden historischen Originalen von Johannes Kepler oder Tycho Brahe aus dem 16. Jahrhundert. Für Doktorandin Katrin Böckmann ein exklusiver Arbeitsplatz. Es ist natürlich schon eher ungewöhnlich, dass aktuelle Forschung an so einem musealen Ort betrieben wird. Und ich finde das eigentlich einen sehr tollen Standort, um zu arbeiten. Man kennt das ja, andere Leute arbeiten in irgendwelchen modernen Betonklotzen und da ist natürlich die Umgebung hier viel schöner. Man hat irgendwie eine Inspiration und ich finde, man merkt auch einfach, dass dieser ganzen Ort hier halt Geschichte innewohnt. Man braucht eigentlich vor allem einen Computer, mit dem man arbeiten kann, da man seine Daten meistens eh online bezieht von Teleskopen, die entweder eben als Satelliten um die Erde fliegen oder an so entfernten, exponierten Standorten sind, wie zum Beispiel, hat man ja vielleicht schon mal gehört, in der Atacama-Wüste in Chile ist zum Beispiel ein sehr großes Teleskop oder eben am Südpol. Und wir können uns dann diese Daten eben runterladen und dann können wir damit unsere Arbeit machen. Wie Galaxienhaufen mittels Röntgenbeobachtungen untersucht werden können, erforschte Katrin Böckmann in ihrer Masterarbeit. Sie wurde mit dem Otto-Stern-Preis ausgezeichnet. Ich war immer schon einfach sehr neugierig und ich denke, Neugier ist was, was alle Physiker vereint. Ich habe immer Sachen hinterfragt und wie funktionieren eben Dinge.
habe mit so 10 Jahren mal so ein Buch gelesen, irgendwie, was war das kleinste Teilchen oder die Jagd nach dem kleinsten Teilchen der Welt. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, interessiert mich wirklich und da muss ich noch weiter reingraben und das muss ich auf jeden Fall herausfinden, wie alles funktioniert. Der Wissenstrank kennt keine Tageszeiten. Studenten und Dozenten treffen sich nachts auf dem Observatoriumsgelände, um Sternschnuppen zu beobachten. Nicht weit genug entfernt für Katrin Böckmann, aber das Gemeinschaftserlebnis auf dem Gojenberg zählt mehr. Die Arbeitsatmosphäre hat mir immer sehr gut gefallen, eben weil es eben nicht so dieses klassische Professor-Student-Verhältnis gibt, sondern es ist einfach eher so ein Miteinander. Also langsam. Ja, ich glaube mit SQL. Man hat vielleicht einfach einen bisschen anderen Blick auf alles, da man die Erde einfach als ultra kleinstes Teilchen von einem großen Ganzen auch irgendwie immer sich wieder bewusst machen muss, dass es halt eben nur ein kleines Teilchen ist in einem größeren Universum. Aber ich finde das eben auch eigentlich einen schönen Gedanken, dass wir als Menschen das auch eben alles so erforschen und entdecken können. Dem Nachthimmel schenkt er keine Beachtung. Peter Meyer hat genug anderes zu tun. Er muss seinen 7,5-Tonner für den Wochenmarkt beladen. 3.59 Uhr. Die Zeit bleibt immer gleich. Die Ware wechselt je nach Saison. Jetzt im Sommer ist das fast immer das Gleiche. Wunderbares Wetter, keiner nervt. Und wir liegen noch gut in der Zeit. Überschaubar ist die Nachtstrecke am Deich entlang von Allermöhe zum Wochenmarkt. Ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Kommt auf den Verkehr drauf an. Oder eine Baustelle im Weg ist. Manchmal ist es blöd. So ein Tag wie heute. Guck den Himmel an. Nee, ich möchte an und für sich nicht der Erste auf dem Markt sein. Mal kommt das hin, dass ich vielleicht mal der Erste bin, aber meistens sind die anderen vor mir da. Guck, sind schon welche da. Es sind die gewohnten Griffe, jeden Markttag wieder. Alles meine Routine. Was auf dem Hof reinkam, muss auf dem Markt wieder raus. Salatkopf für Salatkopf. Thomas, moin. Ich mach das gerne alleine. Stört mich keiner, ne? Nervt mich keiner. Alles gut. Und vor allen Dingen, man schafft alleine was. Doch das einsame Schaffen am Stand hat bald ein Ende. Helfer nahen. Olaf um 6, Nina um 7, Gabi um 8. Und meine Süße kommt auch noch irgendwann. Sobald der Stand geöffnet wird, ist auch Nicole da. Und mit ihr kommen auch bald die ersten frühen Kunden. Wie immer. Als ich hierher zog nach Hamburg, da bin ich über den Markt und habe ich gedacht, wo sind nette Leute? Und da war sein Vater, seine Mutter, die war nicht auf dem Stand, aber, und ganz entscheidend, meine Oma. Genau. Ne? Meine Oma. Ne? Genau. Ella. Genau, Ella. Genau, Ella. Das war ganz entscheidend. So, ein Chicken Blumenkohl. Mit seiner Ware muss Peter Meyer niemandem etwas beweisen. Die Qualität hat sich über die Jahre und Generationen bewährt. Nicole hat sich schnell eingearbeitet und registriert, wie gut die Tomaten gehen. Ja, welche Tomaten denn? Ihr Lieblingsgemüse. Danke. Gerne. Der Service ist ja sogar so nett, dass wenn ich mein Geld vergessen habe, dann darf ich nicht nur anschreiben, sondern dann wird noch gefragt, ob ich noch was für die anderen Stände brauche. So langsam kennt man ja die Kunden. Und es sind ja wirklich, das größte Teil sind Stammkunden. Ne? Die kommen immer wieder.
Straßenmusikerin Luna ist noch eher Zufallsbesucherin. Der Markt liegt gleich hinter dem Schlossgarten auf dem Weg zur Fußgängerzone. Frisches aus den Marschlanden. Hervorragend. Dankeschön. Was ist das dann, Wunsch? Das erste wäre auf jeden Fall, dass die Geldsorge verschwindet, die ja in jedem unserer Köpfe immer so da ist. Also, dass einfach ich Geld verdienen kann mit der Musik im besten Fall, mit irgendwas, das nicht, sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und man dadurch einfach die Freiheit hat, seinen Tag zu verbringen, wie man möchte. Der Komponist Johann Adolf Hasse wird in Bergedorf als Kind der Stadt verehrt. Mit 23 verlässt er die Heimat, um Weltkarriere zu machen. Hier fehlt ihm die Perspektive. Italien feiert ihn als Divino Sassone, den göttlichen Sachsen. Luna mit ihren 21 Jahren hat ein gesetztes Ziel. Die erste Station in der Fußgängerzone trägt den vielsagenden Namen Sachsentor. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or a hundred years. Das ist mein Weg und ich denke nicht so richtig an eine Alternative, weil ich kann ja diesen Weg noch bestreiten. Das ist ja noch nicht vorbei. Na? Deswegen, also Musik ist auf jeden Fall das Ziel, davon weiterhin zu leben und noch besser zu leben. Und ja. Im Bergedorfer Schloss ist die Zielgerade erreicht. Der Traum von Andreas und Philipp ist fast Wirklichkeit geworden. Das Restaurant im Hof eröffnet. Tischlerin Birte gehört zu den ersten hungrigen Gästen. Das wird. Ich freue mich einfach, dass es jetzt hier vorangeht. Dass sie auch öffnen konnten, dass es jetzt wenigstens draußen schon anfangen kann. Der Betrieb läuft, der Pizzaofen auch. Wenngleich die vorläufige Küche Koch Philipp alles gesammelte Improvisationstalent abverlangt. Der Platz in der großen Küche wird jetzt nicht viel größer sein. Aber da ist man auch anders organisiert. Dann hat jeder genau seinen Bereich, in dem er dann agiert und sich bewegt und muss sich unbedingt irgendwie den anderen reingrätschen. Hier ist das halt noch so ein bisschen anders, weil es improvisiert ist und da hat man noch keine so festen Strukturen, weil das auch alles neu ist. Das Neue im alten Gemäuer. Kindergärtnerin Denise ist mit Andreas verheiratet und weiß, dass die Zeit für sie und die zwei Kinder Zola und Ian während der Eröffnung des Restaurants knapp ist. Ian wurde gerade einmal 2 Wochen nach dem Start des Cafés am Seran geboren. Das hat dann auch alles so funktioniert, aber es war eine knappe Kiste und es war so nervlich schon so ein bisschen anstrengend. Aber jetzt hat sich's gelohnt. Gelassenheit zeigen, den Stress von der Familie fernhalten. Andreas versucht den Drahtseilakt. Man kann mich natürlich jederzeit besuchen. Ich habe dann zwar nicht immer sofort Zeit, aber zumindest sehe ich die Kinder dann und natürlich auch meine Frau. Also es ist, ja, so ist momentan natürlich gerade der Start. Bewegung, Aufbruch in Bergedorf, in Stadt, Land, Fluss.